Man nannte ihn El Guapo, den Schönen. Groß, athletisch, zielstrebig. Ein Wirtschaftswissenschaftler, der mehrere Sprachen sprach. 2014 wurde Pedro Sánchez Chef der Sozialistischen Partei Spaniens, PSOE. Doch El Guapo hatte viele Gesichter und 2 Jahre später wurde er gleich wieder von seinen Parteikollegen abgesägt. Sánchez blieb am Ball. Im Mai 2017 ist er zurück an der Spitze der PSOE. Als Oppositionsführer ist er Zeuge des Scheiterns des Unabhängigkeitsabenteuers Kataloniens. Al igual que tendemos la mano para dialogar, también apoyaremos la respuesta del Estado social de derecho ante cualquier intento de quiebra unilateral de la convivencia entre españoles. Ein Ereignis, das der Ultrarechten in Spanien Auftrieb gab und ihre politische Zukunft bestimmen sollte. Monate später wurde die Regierung von Mariano Rajoy durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Am 2. Juni 2018 wurde Sánchez Chef der Minderheitsregierung. Sein erster Besuch als Regierungschef führte ihn nach Frankreich. In Europa war Sánchez sehr beliebt, ein Image, das er sorgfältig pflegte. Aber in Spanien selbst sah es nicht so rosig aus. Da es ihm nicht gelang, die Haushaltspläne zu verabschieden, forderte er Neuwahlen im April und November 2019. Dies führte zu einem Bündnis mit der linken Partei Podemos und der Bildung der ersten Koalitionsregierung Spaniens. Und obwohl sie eine ausgesprochen fortschrittliche Agenda hatte, musste sie ihre größten Anstrengungen bald dringenderen Angelegenheiten widmen. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Die Pandemie hat die Pläne der Regierung, die auf erhebliche Finanzhilfen aus Brüssel hoffte, völlig zunichte gemacht. Auch der Ausbruch des Krieges in der Ukraine half 2 Jahre später nicht. Doch dieser düstere Kontext hinderte die Regierung Sánchez nicht daran, ehrgeizige Maßnahmen wie Arbeits- und Rentenreformen oder die Anhebung des Mindestlohns umzusetzen. Oft war Sánchez gezwungen, mit Nationalisten und Unabhängigkeitsparteien zusammenzuarbeiten. Nach der Niederlage seiner Partei bei den Lokalwahlen setzt der spanische Regierungschef Pedro Sánchez jetzt am 23. Juli auf alles oder nichts.